Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:35 Uhr, heute ein Tickchen später, aber wir haben nichts verpasst. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Auf der rechten Seite haben wir den DAX und wir sind dichter an der 12,7 als auf der an die 12,8, aber ich werde, weil das Gap hier oben ist, mich erstmal für die 12,8 konzentrieren. Mal gucken, ob wir da reinlaufen. Wir blicken wieder einmal in die Vergangenheit. Gab es Boxen gestern, die kleiner waren als 30, die blauen? Yes. Und wir sehen es hier. Und wir sehen es hier oben. Da gab es auch beide Boxen sind sauber in den Gewinn gelaufen. So, Gap von gestern. Wir ziehen jetzt mal hier diese Linie. Da haben wir jetzt dieses Gap. Die blaue Linie können wir ein bisschen mal anders gestalten, farblich. Dann haben wir sie immer im Chart. Da kommt schon Amigo. So. Und nehmen die mal mit Grau. So, das ist das Gap. Und wir haben das nächste Gap. Ist hier. Ja, und da sind wir bei 33 circa. Da ist das Gap für heute. Das ist das Gap, ist noch nicht geschlossen worden. Okay, nächster Bereich sind die Vola-Boxen. So, die Vola-Boxen, wo. Boxen 12.771, der Forecast, also ein Tickchen höher, 12.771. Okay. Auch hier ein Blick nochmal in den gestrigen Tag. Gab es gr gute grüne Boxen? So, wir sind gestartet hier. Dann die erste Vola-Box sauber in den Gewinn. Dann gab es hier, schauen wir mal, eins hat nicht geschafft, zwei nicht geschafft, drei, vier und der fünfte war dann der Breakout. Wir sehen es hier, ja, eins, zwei, drei, vier, das ist in der Mittagszeit auch. Denn hier nochmal rein, daraus sauber gelaufen. Denn am Nachmittag hier zur amerikanischen Session, wo Musik war, eins rausgelaufen. Also gute Vola-Boxen gestern auch hier zum Traden. Und wir bleiben dann auch unserem Modell jetzt hier treu. Einmal nochmal zu den Spielregeln. Big Number dreimal ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Für ein etwas größeres Risiko würde dann es bedeuten, dass die Vola-Boxen, die auf dem linken Chart von dem 9-Uhr-Kurs mindestens 40 Punkte entfernt ist, damit wir so ein bisschen Strecke haben, damit wir nicht in die Klebesituation, sprich in diese Aufschaukelung reinkommen. Jetzt gehen wir einmal in den kompletten Marktüberblick, wie wir jeden Morgen, und fangen an mit den Bitcoin. So, zickzack. So, ja, Bitcoin nach wie vor sind wir bei der 20.000er-Marke da. Ich werde jetzt mal so sagen, schimmelt der Markt vor sich hin. Ja, also bewegt sich dort nicht weg, ist also hier um die 20.000er-Marke. Ist das der Startschuss nach oben oder geht es dann nochmal Richtung Süden? Das bleibt abzuwarten. Nächster Markt. Wissen wir, gehen wir einmal in Ethereum rein. Hier auch bei Daily sind wir auch Short und alle Zeitebenen 4 Stunden, Stunde 30, 15 und 5 sind wir hier Short. Nächster Markt Dow Jones. Daily sind wir Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 auch Short. Nächster Markt ist heute. Dann der, wo haben wir nicht? Dow Jones haben wir, S&P 500. Aber da sieht das ähnlich aus. Daily Short, 4 Stunden
Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten Short. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 und 15 und 5, alles Short. Öl, 99, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Gold, 1735, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Da kommt Kurs ein bisschen rein und the good old German DAX. DAX, unser mittlerweile löchlicher Käse hier. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Okay, heute 10.05 Uhr wieder Market Roundup mit Dustin im Aktienbereich. Da bin ich auch schon gespannt. Die Quartalssaison oder Quartalsberichte stehen wieder vor der Haustür. Heute kommen, glaube ich, die ersten Bankwerte raus aus Amerika. Also bin gespannt. Und wir bereiten uns jetzt vor. Läuft der Kurs eher Richtung 12.7, wechseln wir natürlich schnell die Falle und gehen auf 12.700. Es ist 8.41 Uhr. 8.57 Uhr hier auch für unser Video-Tagebuch. Wir haben jetzt einmal gewechselt auf die 12.707 runter, weil wir eben schon fast bei 13 waren. Big Number sind wir, machen wir neue Tageshochs, wechseln wir die 12.8 und wir haben bei 71 gleich eine Vola-Box auf der linken Seite im Forecast. 2 Minuten noch, bis der Markt eröffnet. Wir haben eine orangene Box, aktuell 35,95. Die kommt für uns jetzt erstmal nicht in Frage. Aber ein Zeichen auch, dass der Markt sich relativ ruhig bewegt, obwohl wir 50 Punkte haben. Das ist eigentlich ganz gut. Also noch 1,5 Minuten. 12. Und 3, 4, 2 und los geht's. 9 Uhr. Längst die Vola-Box aktiviert. Mit geringem Risiko die Vola-Box aktiviert. 12,771 zu 12,756. Jetzt wird es ein bisschen holprig. Das ist die Markteröffnung. Die ersten 10 Minuten wird der Markt sich erstmal rumpendeln. Und die Frage ist, gehen wir erst Richtung 12.7 oder gehen wir in die andere Richtung, Gap Closing. Ich zeichne das oben nochmal an. Einmal hier und wir haben ein Gap, das da oben noch ist, oben herum. Bin gespannt. Aktuell 12.771, die erste Falle, 12,756 Short und 71 Long oder eben halt darunter. Kurz für unser Videotagebuch. Also, wir sind Short im ersten Trade, 9.02 Uhr. Normalerweise gehen wir mit engem Bereich. Also, erste Trade Short. Und wenn wir über 12,771 im zweiten Trade, würden wir auf die Big Number erstmal drauf steuern. Und da haben wir noch einiges. Wir haben Gap, Big Number. Wir können also theoretisch ein wenig Strecke versuchen zu machen. Aber erster Trade erstmal Short. Und ihr seht, ich bin auch dort mit ein, zwei Punkten Slippage reingekommen. So, der Markt steigt. Mein Kollege, der aktuell auch im FTSE ist, ist im FTSE Long und die Indikation, vielleicht ist der FTSE ein Frontrunner. So, DAX im Gegensatz zum FTSE tut sich hier noch schwer. Die blaue Linie ist unser Gewinnziel. Die Musik läuft gerade bei Maurice drüben, weil der hat gerade einen Hedge-Auflösungstrade. Aber ihr seht, der DAX will noch nicht. Wir sind raus aus dem Trade. 12,738. Wir sehen es hier. Erste Trade hier
aus dem Markt und wir platzieren die Box noch einmal. Das war der Eröffnungstrade und wir machen ganz normal weiter im Live-Trading-Raum für unser Videotagebuch. Hier, erster Trade, haben wir wieder erfolgreich abgeschlossen und wir hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und